Koran lesen lernen, das ist so anstrengend. Nein, es geht fast wie von selbst. Ich zeig dir wie. Mit der QSK-Methode. Allah antwortet dem Diener, wenn er sich an ihn wendet. Und er antwortet sofort, er ist nah. Aber was erwartet er jetzt von dem Diener? Haben wir nicht auch eine Aufgabe? Und der Vers geht noch weiter. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Deshalb sollen sie auch mir antworten und an mich glauben, vielleicht werden sie dann den rechten Weg einschlagen. Allah antworten? Wie machen wir das? Allah antworten ist, auf ihn hören. Wenn er etwas von uns verlangt, dass wir das umsetzen. Das ist es, auf Allah zu hören. Das ist auch nur fair, oder? Allah sagt uns ja, er antwortet uns, antwortet auch mir. Nur, dass das hier in dem Vers gar nicht gesagt wird. Der Vers sagt nicht, deswegen antwortet mir. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي bedeutet, deswegen bemüht euch, mir zu antworten. Versucht es. Bemühe dich ehrlich und ernsthaft. Das sagt nichts darüber aus, ob du es auch schaffst. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي bedeutet, du hast diesen Wunsch im Herzen. Du möchtest zu Allah zurück, du möchtest ihm antworten. Das ist dein Wunsch. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي ist, du bittest ihn darum, dass er dir dabei hilft, dass du ihm antworten kannst. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Allah erwartet nicht unbedingt, dass du es schaffst. Das erwartet er gar nicht. Das ist der große Unterschied zwischen Allah und dem Menschen. Es gibt viele Unterschiede, aber einer davon ist, dass die Menschen von dir immer Ergebnisse erwarten. Die Bemühungen interessieren sie gar nicht. Wenn du dich irgendwo bewirbst, dann möchte man sehen, dass du durchs Studium gekommen bist. Man guckt auf dein Abschlusszeugnis. Die wollen nicht sehen, wie sehr du dich angestrengt hast. Und wenn du kein Abschlusszeugnis hast, wenn du es nicht geschafft hast, kein Ergebnis vorweisen kannst, dann sind die Bemühungen bedeutungslos. Und bei Allah ist es umgekehrt. Er erwartet von dir gar kein Ergebnis. Das Ergebnis kommt sowieso von ihm. Das ist eine ganz andere Sache. Er erwartet von dir, dass du dich anstrengst, dass du dich bemühst, dass du es ernsthaft versuchst. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. So sollen sie sich anstrengen. Sie sollen es wenigstens versuchen, dass sie mir antworten. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Und sie sollen an mich glauben. Sie sollen die Hoffnung in mich nicht aufgeben. Nicht in sich selbst. Du sollst gar nicht an dich glauben. Das ist so ein Mantra in den sozialen Netzwerken. Glaub an dich, glaub an dich. Das stimmt nur zu einem gewissen Teil. Aber was diese Sache betrifft, du setzt deine Hoffnung in Allah. Nicht in dich. Du schaust auf dein Leben zurück und denkst, 50 Jahre lang habe ich keine einzige Katastrophe ausgelassen. 50 Jahre. Ich habe mich nie um Allah gekümmert. Wie kann dir das Hoffnung geben? Es geht nicht um dich. Du sollst nicht auf dich schauen. Du sollst auf den schauen, zu dem du zurückkehren möchtest. فَلْيُؤْمِنُوا بِي. Sie sollen an mich glauben. Sie sollen keine Zweifel haben. Ich mache das schon. Ich mache das. Lass mal dein Leben und deine Katastrophen, das weiß Allah alles selber. Schau nicht darauf. Dann besteht die Hoffnung, dass du auf den rechten Weg zurückfindest. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ يَرْشُدُونَ kommt von Rashad. سَبِيلَ Rashad ist ein, wenn du zum Beispiel auf dem Meer unterwegs bist und du kommst vom Kurs ab, deine Navigationssysteme sind ausgefallen und du merkst das vielleicht gar nicht. Und später fällt dir das auf und du denkst, hä, Moment, wo bin ich denn hier überhaupt? Und jetzt, wo du das merkst, schlägst du einen Korrekturkurs ein, um auf deinen ursprünglichen Weg zurückzukommen. Das ist Sabila Rashad. Das ist La'allahum yarshudun, dass sie vielleicht den rechten Weg wieder einschlagen, ihren Weg korrigieren, zurückkommen. Wie funktioniert das? Du vermisst Allah, du fragst nach ihm und er ist sofort da, er wartet nur darauf. Er wird dir niemals die Tür ins Gesicht schlagen. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Versuch, dass du ihm antwortest. Du möchtest das. Ernsthaft. Das versuchst du ernsthaft. Auch wenn du 50 Mal hinfällst, du versuchst es trotzdem. Wenn ein Kind 50 Mal hinfällt, weil es laufen lernt, dann sagt es auch nicht, irgendwann laufen ist vielleicht nichts für mich. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. So sollen sie versuchen, mir zu antworten und an mich glauben. Du sollst nicht versuchen, an Allah zu glauben, das sollst du so oder so. Hab keine Zweifel daran. Allah lässt dich niemals. Setz deine Hoffnung in ihn, nicht in dich. Und was passiert dann?
La'allahum yarshudun. Dann besteht die Hoffnung, dass sie wieder auf den geraden Weg zurückfinden.